Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, wir schauen wieder auf die nächsten Tage, wo es so langsam losgeht mit Gewittern. So ab Donnerstagabend kommt dann ein erstes Gewittertief mit ins Spiel und dann so Nacht zum Freitag, vor allen Dingen Freitag selber, bis in den Samstag hinein drohen dann mitunter schwere Gewitter und auch örtliche Unwetter. Ja, ich möchte mich nochmal dem Thema Hitze widmen, was ja viele im Süden momentan sehr belastet. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal herausgesucht, jetzt am Beispiel Mannheim, wie viele Hitzetage wir in den letzten Jahren im Monat August hatten. Momentan, mit Stand gestern, sind es in Mannheim 6 Hitzetage. Man vergisst ja auch schnell, dass das erste Augustdrittel nicht wirklich hochsommerlich war. Ein paar Hitzetage werden natürlich noch folgen. Letztes Jahr hatten wir einen der heißesten, der zweitheißeste August im Deutschlandmittel seit Aufzeichnungsbeginn. Da waren es sogar 18 Hitzetage. Ja, wir sehen auch dann das Jahr davor, 2021, hatten wir so diesen Durchschnitt Sommer und auch entsprechend im August nicht allzu viele Tage, sprich 4 Tage mit Temperaturen von über 30 Grad. Unten habe ich noch mal so ein paar Extreme rausgesucht. Das Jahr 2014, auch das gibt's, das brachte keinen einzigen Hitzetag. Dagegen der Rekordsommer 2003, der natürlich auch der Rekord August war, der brachte bis zu 17 oder brachte in Mannheim 17 Hitzetage. Ja, und es werden halt wie gesagt noch weitere Folgen. Zum Beispiel heute der nächste. Wir liegen erstmal noch unter Hochdruckeinfluss. So gibt es heute ja wieder in vielen Landesteilen sonniges Sommer- bzw. Hochsommerwetter im Süden. Ja, vielfach wolkenloser Himmel. Im Laufe des Tages höchstens mal ein paar lockere Quellwolken, Gewitterrisiko bleibt weiterhin sehr gering. Vereinzelt kann es vielleicht mal wieder über den Bergen, hatten wir auch gestern, für ein örtliches Hitzegewitter reichen, gerne immer genannt Schwäbische Alb, Schwarzwald. Das werden aber eher die Ausnahmen bleiben. Wie gesagt, hohe Temperaturen, schwül heiß, 30 bis 35 Grad. Im Norden ist es angenehmer. Dort keine Hitze. Dort ziehen gerade heute Vormittag auch noch ein paar dichtere Wolkenfelder vorüber, so über der nördlichen Mitte, vielleicht sogar noch mal ein schlapper Schauer. Das wird sich mehr und mehr so eher Richtung Osten verlagern. Hier vielleicht auch am Nachmittag noch mal ein bisschen wolkiger. Ansonsten setzt sich doch auch hier im Norden die Sonne relativ gut durch, bei Höchstwerten so von 23 bis 28 Grad. Schauen wir auf die kommende Nacht, können wir relativ kurz fassen. Es wird in den meisten Landesteilen eine trockene Nacht sein. Es wird häufig leicht bewölkt oder auch klar sein. Manche Wettermodelle lassen noch mal so einzelne Schauer, vielleicht auch noch mal ein kurzes Gewitter in Bayern entwickeln. Muss man mal abwarten, will ich nicht ausschließen. Auch ganz im Norden in Schleswig-Holstein kann es vielleicht mal ein paar Tropfen, ein paar Schauer geben. Sonst, wie gesagt, trockenes Wetter. Im Nordwesten, da breitet sich im Laufe der Nacht Nebel oder Hochnebel aus. Ja, es wird wieder im Süden eine warme Nacht sein, wobei die Temperaturen nicht mehr ganz so drücken, nicht mehr ganz so hoch sind wie in den letzten Nächten zuvor. Örtlich aber eine Tropennacht ist weiterhin möglich. Nach Norden hin das Ganze angenehmer. Hier häufig Tiefstwerte von unter 15 Grad. Ja, jetzt wollen wir uns der Gewittergeschichte schon mal so langsam nähern. Wie gesagt, noch lagen oder liegen wir unter Hochdruckeinfluss. Das wird sich allerdings ändern. Wir schauen auf die Wetterlage jetzt schon mal so Richtung Donnerstagabend. Das Hochdruckgebiet wird sich abschwächen bzw. etwas weiter nach Osten Richtung Polen verlagern. Wir gelangen zunehmend in den Einflussbereich so einer Tiefdruckzone, einer Tiefdruckrinne, die westlich von uns liegt. Und damit gelangt weiterhin sehr warme bis heiße Luftmassen zu uns. Ja, und die sind auch ja zunehmend energiereich und auch wieder feuchter. Das sehen wir auch ganz gut am Taupunkt. Im Süden ist es ja schon schwül. Im Westen dagegen, in Nordrhein-Westfalen, nach diesem schwülen Samstag, ja, ist das doch mittlerweile eigentlich relativ angenehm, wird sich dann aber auch so Richtung Donnerstagabend wieder ändern. Dann sehen wir hier schon über Frankreich Taupunkte um die 20 Grad und auch in NRW wird es schon wieder etwas schwüler werden. Ja, was möchte ich euch noch zeigen? Wir zeigen euch hier mal nochmal die Karte mit dem Gewitterrisiko für Donnerstagabend. Da erkennen wir im Norden und Osten, brauchen wir bis Donnerstagabend über das Thema Gewitter erstmal nicht sprechen. Aber so im Westen und Südwesten, alles was so nahe Richtung Belgien, Richtung Frankreich liegt, sehen wir hier mit der hellgrünlichen Färbung, da ist doch schon etwas ansteigendes Gewitterrisiko zu erwarten. Gucken wir dann nochmal auf eine Animation. Die ersten hochaufgelösten Wettermodelle reichen jetzt auch schon so bis Donnerstagabend und das wollen wir uns mal anschauen, was die so berechnen. Das ist jetzt aus unserem 1x1 Kilometer Modell. Das deutet an, dass es eventuell, wie wir hier sehen, so im Laufe des Tages im Westen vielleicht schon mal erste Schauer, einzelne Gewitter geben kann. Und dann, worauf ich hinaus möchte, dann halt zum Abend von Frankreich her, da können sich dann erste heftige Gewitter dann so im Südwesten des Landes entwickeln. Ja, jetzt kommen wir endlich mal zum
ja, zu den Tageskarten, zum Mittwoch und zum Donnerstag. Am Mittwoch passiert noch nicht viel. Wahrscheinlich passiert nichts bis ja fast nichts in Sachen Gewittern. Sah ja mal schon anders aus. Am Wochenende deutete sich noch so an, dass es am Mittwoch schon recht verbreitet im Süden Gewitter geben kann. Ist aber wohl wahrscheinlich nicht der Fall. Immer noch wirkt dieser Höhenrücken, sodass immer noch so ein bisschen die Berge herhalten müssen für einzelne Gewitter. Das heißt, so über den Alpen, vielleicht auch dann wieder mal südwestliche Mittelgebirge, dass es für ein örtliches Hitzegewitter reicht. Das wird aber für die allermeisten nicht der Fall sein. Das heißt, auch der Mittwoch ein sonniger und heißer, schwülheißer Tag im Süden. Temperaturen ändern sich im Vergleich zu den Vortagen eigentlich wenig. Im Norden, wir haben es in der Nachtkarte ja eben schon gesehen, da erstmal noch so ein paar Nebel, Hochnebelfelder, gerade im Nordwesten. Die müssen erstmal so ein bisschen weggearbeitet werden. Dann wird sich die Sonne schon relativ gut durchsetzen, aber auch mal ein paar Wolkenfelder. Einzelne Schauer Richtung Schleswig-Holstein sind mal möglich. Temperaturen hier weiter nicht so hoch, liegen weiterhin im sommerlich angenehmen Bereich. Dann kommen wir auf den Donnerstag zu sprechen und da kommt dann halt ein bisschen Bewegung rein. Erstmal wahrscheinlich noch häufig Sonnenschein, weitgehend trockenes Wetter. Dann haben wir gesehen schon mal erste Schauer, vielleicht schon mal Gewitter, so Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland möglich. Dann aber zum Schwerpunkt dann zum Abend von Frankreich her örtlich heftige Gewitter, lokale Unwetter dann schon mal nach jetzigem Stand möglich. Im großen Rest passiert noch nichts in Richtung Osten, Nordosten. Hier wird es nochmal ein sonniger Sommer bzw. auch heißer Hochsommertag sein, weil im Süden die Temperaturen sich wenig ändern, aber auch schon so ein bisschen in die Landesmitte kommt so die 30 Grad Marke schon voran. Das war jetzt der Blick. Jetzt wollen wir noch mal schon mal auf die Nacht zum Freitag noch mal kurz zu sprechen kommen. Denn da ist auch schon durchaus mehr Dynamik drin. Wir sehen, dass sich dann mit Schwerpunkt wahrscheinlich in der Westhälfte kräftige Gewitter entwickeln können, lokale Unwetter möglich sind. Die, ob und wie weit die schon in Richtung Nordosten vorankommen, ist noch unsicher. Muss man mal abwarten, ob sie sich abschwächen, ob sie überhaupt den Osten und Nordosten erreichen. Das ist momentan halt einfach noch zu früh. Was sich sagen lässt, ist, dass wahrscheinlich im Südosten wenig bis gar nichts in Sachen Gewittern in der Nacht zum Freitag passieren wird. Was man allerdings auf alle Fälle festhalten kann, ist, dass es dann mal wieder eine sehr warme Nacht werden wird. Mit den Wolken, mit dieser warmen Luft, mit dieser Hitze, die dann ja vorher schon mit dieser schwülwarmen Luftmasse. Das heißt, nicht nur im Süden, auch Richtung Landesmitte durchaus wieder eine Tropennacht möglich. Und richtig abkühlen wird es eigentlich dann ja nirgends mehr. Ja, wie geht's dann weiter in Sachen Gewittern? Ich möchte euch hier nochmal zwei Karten mit dem Gewitter-Composite zeigen. Genauer wird Fabian in einem weiteren Video später drauf eingehen. Von mir nur mal so viel, dass der Freitag dann wohl der Tag ist, wo es ja zu heftigen Gewittern kommen kann. Wir sehen hier recht hohe Gewitterenergie in weiten Landesteilen. Dazu überlappt sich das sehr gut mit hoher Windscherung. Das heißt, ja, organisierte Gewitter, Unwetter sind dort möglich, die sich auch noch bis in die Nacht zum Samstag durchaus halten könnten. Samstag sieht's, ja, wenn es nach Plan läuft, so aus, dass sich das Ganze wieder mehr und mehr in den Südosten des Landes zurückzieht, sich etwas stabilere, kühlere Luft schon von Westen und Nordwesten her durchsetzen könnte, hier also die Wetterumstellung schon greifen könnte. Thema Hitze wollen wir nochmal greifen. Ja, wann wird es endlich mal wieder kühler im Süden, kann man schon fast sagen. Wir gucken mal auf eine Ensembleberechnung des ECMWF jetzt mal mit dem Beispiel Augsburg. Wir sehen hier Donnerstag, Freitag noch sicher heiß. Samstag dann wahrscheinlich auch noch hohe Temperaturen. Hier nur wenige Lösungen, die erstmal runtergehen. Dann aber so Richtung Sonntag, Montag doch eine Vielzahl der Member, die den Temperaturrückgang dann doch deutlich sehen. Einzelne Lösungen sehen wir allerdings auch. Verbleiben hartnäckig im warmen bis sehr warmen Hitzebereich. Ja, und selbst am Dienstag, das ECMWF, wer sich das vielleicht gestern Abend mal angeschaut hat, immer noch so mit Temperaturen um die 25 Grad. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es hier warm, eventuell auch sehr warm bleibt im Süden und Südosten des Landes. Das hängt einfach von der Entwicklung der Großwetterlage ab, die immer noch sehr unsicher ist, was sich da so ab dem Wochenende tun könnte. Letzte Karte, schauen wir nochmal in den hohen Norden nach Hamburg. Da gab es keine Hitze und da wird es auch in nächster Zeit keine Hitze geben. Wir sehen hier der Freitag noch warm, sommerlich warm. Dann wird es aber recht sicher kühler werden, wechselhafter werden, sodass sich die Temperaturen so Richtung Anfang nächster Woche bei eher wechselhaftem Wetter so um die 20 Grad einpendeln dürften. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.